Hi Leute, Marvin hier. In diesem Video möchte ich euch ein paar wunderbare Techniken zeigen, wie ihr eure Nase wieder verkleinern könnt und eure Muskeln um eure Nase herum stärken könnt. Viele Menschen haben extrem große Probleme, wenn es um ihr Aussehen geht und speziell dann um die Nase. Denken sie haben eine zu große Nase oder ihr sieht nicht schön aus, und ich möchte euch dabei ein paar Techniken jetzt zeigen, wie ihr eure Nase verkleinern könnt, beziehungsweise auch die Muskeln drumherum kräftigen könnt, damit die einfach wieder, ja, mehr geformt aussieht. Und zwar mit ganz, ganz einfachen Techniken. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und los geht's auch schon mit der ersten Übung. Und zwar bei der ersten Übung, es ist das Ziel, die Muskeln um die Nasenscheidewand herum zu kräftigen. Und zwar sieht die Übung erst einmal etwas merkwürdig aus. Ihr könnt es auch komplett alleine am besten machen, ja. Und ihr nehmt euren Zeigefinger und packt ihn direkt auf die Nasenspitze. Und gleichzeitig lächelt ihr dazu. Haltet das immer so für 2-3 Sekunden. Und lächelt dann wieder. Ihr könnt auch euren anderen Zeigefinger nehmen, um gleichzeitig zu spüren, dass ihr die Muskeln dabei auch anspannt. Und die Übung macht ihr insgesamt 15 Mal hintereinander, immer so 2-3 Sekunden halten und insgesamt mit 3 Sätzen. In der zweiten Übung nehmt ihr euren Zeigefinger und Daumen und packt ihn genau hier an dieser Stelle und nehmt gleichzeitig euren Zeigefinger von der anderen Hand und drückt die Nasenspitze ein und gleichzeitig versucht ihr eure Oberlippe nach unten zu bewegen. Das heißt so. Und entspannt wieder. Ihr haltet das wieder für 2-3 Sekunden. Und lösen. Macht die Übung wieder auch 12 bis 15 Mal mit jeweils 3 Sätzen und ihr werdet schon ein, ja, Muskelgefühl für eure Nase wieder weiterentwickeln und merken, dass ihr auch in dieser Region Muskeln habt, die ihr normalerweise nicht trainiert. Und nun geht es auch schon zur letzten Übung, und zwar bei der dritten Übung versucht ihr, eure Nasenflügel nach außen zu bewegen, quasi so. Und ihr bewegt gleichzeitig euren Kopf ein Stück weit nach oben und drückt eure Nasenflügel nach außen und mit den Fingern drückt ihr quasi nach innen und gebt quasi einen Widerstand dadurch. Und haltet das immer für eine Sekunde und dann Pause und dann nochmal für eine Sekunde. Und die Übung macht ihr wieder für 12 bis 15 Mal. Und ihr werdet auch merken, dass die Muskulatur um eure Nasenflügel herum gekräftigt wird und eure Nase einfach nach und nach dadurch besser geformt wird, und macht die Übung insgesamt wieder für 3 Sätze und ihr werdet spüren, dass ihr, ja, vielleicht auch am nächsten Tag einen Muskelkater in der Region bekommt. Macht die Übung am besten tagtäglich, jeden Tag so circa 5 bis 10 Minuten, und ihr werdet nach 2 bis 4 Wochen schon einen riesigen Unterschied spüren. Und ihr könnt gerne Vor- und Nachher-Bilder machen, damit ihr auch den, ja, Unterschied maßgeblich auch messen könnt und sehen könnt. Wenn ihr am nächsten Tag starken Muskelkater habt, könnt ihr es auch ruhig mal einen Tag auslassen, aber grundsätzlich solltet ihr die Übung tagtäglich machen. Ich hoffe, euch hat das Video sehr weitergeholfen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und teilt das Video auch gern mit euren Freunden und
der Familie könnt ihr auch dadurch extrem sicherlich den einen oder anderen helfen. Und zum Schluss wünsche ich euch mit den Übungen maximale Erfolge und noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.